Hallo meine lieben Birdrider, hier ist wieder euer Landgrid und willkommen zu allen geschnittenen und entfernten Inhalten aus Resident Evil 7. Alles, was es nicht ins Spiel geschafft hat, von dem wir wissen, schauen wir uns heute in diesem Video an. Ich möchte in diesem Video allerdings zuerst ganz kurz über Resident Evil 6 reden, denn über dieses Spiel wissen wir tatsächlich erstaunlich wenig, wenn es um entfernte Inhalte geht. Deswegen mache ich dazu kein eigenes Video, handeln wir das Spiel hier kurz ab und dann geht's weiter mit den Inhalten aus Resident Evil 7. Aus Konzeptzeichnungen wissen wir, dass in Resident Evil 6 ursprünglich eine fliegende Kreatur hätte vorkommen sollen. Es war in einem frühen Entwicklungsstadium des Spiels geplant, dass man in einer Passage einen Hubschrauber verteidigen muss, der gerade von fliegenden Gegnern angegriffen wird. Für diese Szene wurden Konzeptzeichnungen für ebenso eine Kreatur angefertigt. Das Design dieser Kreatur wurde anscheinend stark vom sogenannten Pflaumenwickler beeinflusst. Außerdem wurden noch Konzeptzeichnungen der sogenannten Mollusk-Enemies veröffentlicht. Eine Kreatur, die allerdings letztendlich dann für die Entwicklung von Resident Evil 6 abgelehnt wurde. Die Idee hinter diesem Wesen war, dass eine C-Virus-Mutation eines Menschen ein bisschen schief geht, ein bisschen einfach seltsam und weird verläuft und letztendlich ein Wesen daraus wird, das auf seinen Händen läuft und nicht mehr so richtig funktioniert. Und dann gibt es noch Konzepte für die sogenannten Tortured, also die Gefolterten. Auch diese Wesen wurden letztendlich abgelehnt und haben es nicht in Resident Evil 6 geschafft. Und das sind tatsächlich alle Inhalte, von denen wir wirklich wissen, die irgendwann mal in der Konzeptphase für Resident Evil 6 geplant waren und die es nicht reingeschafft haben. Bei so einem umfangreichen Spiel gäbe es da bestimmt noch sehr viel mehr zu entdecken. Leider hat das nie das Licht der Öffentlichkeit erblickt. Gehen wir deswegen gleich weiter zu Resident Evil 7, denn da gibt es einen ganzen Haufen von interessanten Mechaniken, Kreaturen und Ideen, die es nicht ins fertige Spiel geschafft haben, die das Spiel allerdings um einige interessante Aspekte erweitert hätten. Und ich würde diese Version von Resident Evil 7 echt gerne zu Gesicht bekommen, gerne ein Spiel spielen, das dieser Version von Resident Evil 6 nahe kommt. Aber leider werden wir das wohl nie bekommen. Trotzdem interessant, sich Gedanken darüber zu machen, was Resident Evil 7 hätte werden können, hätten es diese Mechaniken und Ideen ins Spiel geschafft. Wie zum Beispiel das Feature der Atmung. Hierbei hätte es sich um eine angedachte Gameplay-Mechanik für Resident Evil 7 handeln sollen. In der Dokumentation Resident Evil 7 Biohazard Making Of erwähnt Jun Takeuchi, dass es in dem Spiel Zombies hätte geben sollen, die auf die Atmung der Spielfigur reagieren würde. Und um an diesen vorbeizuschleichen, hätte man eine Taste gedrückt halten müssen, um die Atmung des Charakters anzuhalten. Es hätte eine Begrenzung dafür geben sollen, wie lange der Atem überhaupt angehalten werden kann, was durch eine Anzeige auf dem Bildschirm angezeigt hätte werden sollen. Wenn es dem Spieler nicht gelang, sich rechtzeitig von dem Feind zu entfernen, würde er gefunden und attackiert werden. Takeuchi erwähnte, dass die Spieler und Spielerin auch zusammen mit dem Charakter den Atem anhalten würden, was das Spiel sehr ermüdend machen könnte. Und er befürchtete, dass die Beibehaltung dieser Mechanik zu Hypotoxie führen könnte. Und so wurde sie letztendlich herausgeschnitten. Meiner persönlichen Meinung nach eine relativ übertriebene Sorge, oder? Könnt ihr euch vorstellen, zu ersticken, weil ihr vor lauter Anspannung, genauso wie euer Hauptcharakter, die Luft vorm Bildschirm anhaltet? Ich weiß ja nicht, aber gut, okay. Den Atem anzuhalten ist in der japanischen Mythologie übrigens etwas weit Verbreitetes und ein wichtiger Faktor, wenn es um den Umgang mit Geistern geht. Denn die Toten erkennen im Atmen das Leben und manche von denen reagieren darauf neidisch oder aggressiv. In frühen Konzeptzeichnungen können wir außerdem sehen, dass das Baker-Anwesen ursprünglich sehr viel luxuriöser hätte wirken sollen. Fast so ein bisschen wie das Anwesen aus Resident Evil 1. Und das passt auch zu einigen Figuren, die ursprünglich in dem Spiel hätten vorkommen sollen. Aber dazu kommen wir noch. Bevor wir zu den Figuren und den Gegnern kommen, möchte ich erst noch kurz
über den Evelyn-DLC reden. Denn ursprünglich war es scheinbar mal geplant, einen DLC für Resident Evil nachzureichen, der die Vorgeschichte von Evelyn erzählt. Also ihre Zeit im Labor, ihr Training im Grunde zur Biowaffe. Vielleicht schon von ihrer Entstehung an. Über die Schiffsfahrt hinaus bis zum Eintreffen und die Anfangszeit bei der Baker-Familie. Definitiv ein sehr spannender und cooler DLC, der uns sehr viel mehr Hintergrundinformationen über Evelyn und ihre mysteriöse Hintergrundorganisation hätte bringen können. Auch über das anfängliche Leben der Baker-Familie hätte ich gerne noch ein bisschen mehr gesehen, als wir das sowieso in DLCs durften. Wäre schon eine coole Idee gewesen. Leider wurde dieser DLC allerdings nie entwickelt. Ethan hätte außerdem ursprünglich ein Privatdetektiv sein sollen, der engagiert wurde, um nach der vermissten Mia zu suchen. In der frühen Version des Skripts von Resident Evil 7 hatte Ethan also noch keine persönliche Beziehung zu Mia. In frühen Konzeptzeichnungen finden wir, wie schon angesprochen, außerdem sehr viel mehr Familienmitglieder und Bewohner des Baker-Anwesens sowie einige Kreaturen, die wir im fertigen Spiel so nicht finden können. So zum Beispiel die gruseligen Zwillinge. Hierbei handelt es sich um nicht verwendete Charakterdesigns für weitere Kinder im Hause Baker. Die genauen Rollen dieser einzelnen Kreaturen und Figuren war zu diesem Zeitpunkt noch nicht genau definiert, aber zu diesem Zeitpunkt war es noch angedacht, dass neben den beiden gruseligen Zwillingen noch eine Mutter, ein Vater, eine Tochter, ein Sohn und ein Haushund Teil der Baker-Familie sein sollte. Für den Hund gab es gleich zwei verschiedene Entwürfe, die allerdings beide abgelehnt werden sollten. Einmal sollte es sich bei dem Hund um den treuen Begleiter des Sohnes der Familie handeln, der zu der Zeit noch Jäger war. Der Hund sollte auch schon in der Abendessensszene aus dem Intro vorhanden sein und den Namen Diane tragen. Im Spiel sollte es sich bei dem Hund um einen Stalker-Gegner handeln, der Ethan durch gewisse Areale verfolgt und ihn erschnüffeln kann. Bei Blickkontakt sollte er durch Bellen die anderen Familienmitglieder über Ethans Aufenthalt informieren. Über die zweite von Koshi Nakanishi angesprochene Version von Diane wissen wir allerdings anscheinend nicht viel. Ich konnte zumindest nichts dazu finden. Ein weiteres Wesen, das mit im Haus der Baker hätte leben sollen, war der sogenannte Servant, also der Butler. Die Figur meinte ich, als ich vorher sagte, dass es auch in dem Charakterdesign Hinweise darauf gibt, dass die Baker-Familie ursprünglich sehr viel wohlhabender sein sollte. Von dem Butler ist nicht besonders viel bekannt. Es gibt nur Konzeptzeichnungen, die diese Figur zeigen. In den Konzeptzeichnungen ist allerdings zu sehen, wie er eine Laterne trägt. Später im Spiel können wir sehen, wie Margaret Baker eben diese Laterne mit sich führt, um nach Ethan zu suchen. Es ist also gut möglich, dass vielleicht Margaret Baker den Part übernommen hat, den der Butler einst erfüllen sollte. Gleichzeitig sehen wir den Butler auf anderen Bildern allerdings als eher neutrale Figur oder Figur, die Ethan vielleicht sogar behilflich ist. Schwer zu sagen, wie er wirklich ins Spiel hätte integriert werden sollen, aber so als mysteriöser und vielleicht eher sogar neutraler Beobachter der Geschehnisse im Baker-Anwesen wäre definitiv eine ziemlich interessante Ergänzung gewesen. Außerdem gab es da in frühen Konzeptzeichnungen und das sogar noch bis weit in die Entwicklung von Resident Evil 7 hinein Konzepte für Remy Baker, die Tochter der Baker-Familie. Diese war ursprünglich sogar als die eine Hauptantagonistin des Spiels vorgesehen. Doch im Verlaufe der Entwicklung wurde ihre Rolle immer öfter und immer mehr verändert. Im Laufe der Zeit veränderte sich auch immer mehr ihre Besetzung. Remy war im Grunde während der Entwicklungszeit von Resident Evil 7 sowohl die Vorlage für Zoe Baker, für Mia Winters und für Evelyn. Laut Entwicklerinterviews war Remy sogar die erste Idee, die für Resident Evil vorgeschlagen wurde. Noch bevor irgendetwas anderes für das Spiel existierte. Schon im März 2014 wurde sie in einem Konzept
Video als die neue Resident Evil-Antagonistin eingeführt. In den folgenden 2 Jahren veränderte sich Resident Evil 7 teilweise anscheinend ziemlich stark, nur Remy blieb immer ein zentraler Punkt dieser Entwicklung. In der Mitte 2015 erschienenen Kitchen-Demo war sie sogar die Hauptantagonistin des Spiels. Von Mitte 2015 bis Anfang 2016 verfestigte sich dann allerdings die Handlung von Resident Evil 7 und Remys Rolle wurde dabei immer mehr in den Hintergrund gedrängt. Remy wurde zur zweiten Tochter neben einer Figur, die Annabelle heißen sollte. Dann wurde vorübergehend überlegt, ob man Remy vielleicht zu Grandma Baker machen könnte und dann wurde Annabelle letztendlich zu Zoe und Remy zu einer vermissten Frau, die bei der Baker Familie festgehalten wird. Und nach dieser sollte unser Privatdetektiv-Protagonist Ethan nun also suchen. Die Idee, dass man Remy mit Grandma Baker verbinden könnte, wurde dann auf eine andere Figur übertragen, die den Namen Samara tragen sollte. Und später wurde diese Figur dann zu Evelyn. Die Konzeptzeichnungen von Evelyn wiederum basierten auf Konzeptzeichnungen für eine junge Version von Remy, die man in Rückblicken benutzen könnte. Für kurze Zeit sollte Remy auch noch einen jüngeren Bruder an ihre Seite bekommen. Diese Idee wurde allerdings relativ schnell verworfen. Remy hatte dann doch nochmal ihren großen Auftritt in der im Juli 2016 veröffentlichten Demo Beginning Hour. Dort war sie als Cameo-Auftritt enthalten und erhielt von den Fans den Spitznamen Ghost Girl. Sie wurde allerdings wahrscheinlich nur in die Demo eingebaut, um die Aufmerksamkeit von Evelyn wegzulenken und diese geheim zu halten. Nachdem Remy dann endgültig von Mia ersetzt wurde, wurde kurz mit dem Gedanken gespielt, Remy zu ihrem anfangs geplanten kleinen Bruder zu machen. Allerdings wurde sie dann letztendlich komplett gestrichen. Und so gehen wir weiter zu Margaret. Margaret sollte ursprünglich die Großmutter der Baker-Familie sein und ein eigenes, wichtiges Mitglied, das vielleicht sogar ihre eigenen Abschnitte bekommt. Diese wurde allerdings während der Entwicklungsphase mit Evelyn zu einer Figur fusioniert. In einem früheren Artwork kann man eine mysteriöse, monströse Figur sehen, die in einem Bett liegt. Scheinbar begleitet der Butler Ethan in den Raum mit dieser Kreatur und diese scheint Ethan in irgendeiner Form zu helfen. Möglicherweise handelt es sich hier um eine Variation von der ursprünglichen Großmutter Margaret. In frühen Konzeptzeichnungen können wir außerdem eine Art weiblich gelesene Molded-Kreatur vorfinden. Diese sollte wohl ursprünglich den Platz der weißen Molded aus dem Not a Hero DLC von Resident Evil 7 einnehmen. Außerdem gab es auch in der späteren Entwicklungsphase von Resident Evil 7 noch verschiedene Konzepte und Designideen, die etwas von dem abweichen, was wir im fertigen Spiel vorfinden. So sollte beispielsweise Margaret ursprünglich tatsächlich ein gigantisches Spinnenmonster werden. Auch wenn sie in ihrer im Spiel vorfindbaren Version durchaus noch Aspekte eines solchen Spinnenmonsters aufweist, kann man glaube ich schon sagen, dass sie stark von diesem ursprünglichen Konzept abweicht. Außerdem war ursprünglich noch geplant, dass tief unter dem Baker-Anwesen in einer Grube eine mysteriöse, monströse Kreatur wohnt, die von den Bakers gefüttert wird. Möglicherweise hätte man mit dieser Kreatur auch erklärt, wohin die ganzen Leichen verschwinden, die sich über die Monate hinweg bei den Bakers angesammelt haben müssen. Leider wurde auch diese Idee gestrichen. Es wäre schon irgendwie ziemlich cool und fast schon so ein bisschen Cthulhu-mäßig gewesen, wenn man irgendwann im Spielverlauf erfahren hätte, dass vielleicht ein bisher unbekanntes Familienmitglied oder irgendetwas anderes Monströses in den Tiefen unter dem Anwesen lauert. Naja, außerdem gibt es noch eine File, die man in den Spieldaten von Resident Evil finden kann und lesen kann, die allerdings nirgends im fertigen Spiel auffindbar ist. Diese Notiz, die den Namen D-Series File trägt, verfügt über einige geschwärzte Stellen, die man nicht lesen kann. Die werde ich hier in der Aufnahme einfach auspiepsen. Transkript, offizielle Lokalisierung. Im frühen 1999 infizierte das Team von Dr. Oliver einen menschlichen Embryo mit aus
und schuf 4 Prototypen. Diese wurden Dana, Dahlia, Darylene und Dorothy genannt. Die D-Serie konnte die Gedanken anderer kontrollieren, indem sie eine schimmelartige Sekretion aufnahmen. Die anfänglichen Symptome, die durch die Sekrete verursacht wurden, sind visuelle und auditive Halluzinationen und die Sekretion zerstört auch das zentrale des Ziels. Mit fortschreitender Infektion entwickelt das Ziel starke Gefühle der Freundschaft gegenüber den Mädchen und versucht aktiv ihnen zu dienen. Es ist auch möglich, dass die Sekretion mit den somatischen Zellen des Ziels verschmilzt und Mutationen in der psychischen Struktur des Körpers verursacht. D001, Dana, verstorben. D002, Dahlia, verstorben. Verfallen nach 319 Tagen. D003, Darlene, verstorben. Infektion. D004, Dorothy, entfernt aufgrund schlechter Leistung. D00 Dolores, Selbstmord. D00 Diana, getötet von D005. D007 Daniela, getötet von D005. D008 Doris, verstorben. E001 Evelyn, stabil, Fortschritt unter Beobachtung. Zudem kann man in den Games-Files von Resident Evil 7 nicht nur dieses Dokument, sondern auch einige seltsame Realbilder, also echte Fotos von zugemüllten und verlassenen Gebäuden finden. Höchstwahrscheinlich alte Referenzfotos, die benutzt wurden, um das Baker-Anwesen zu designen und die irgendwie in den Spieldaten einfach vergessen wurden. Außerdem gibt es noch einige Platzhalter-Grafiken, die im fertigen Spiel dann durch Wandgraffitis und andere Texte ersetzt wurden. So, und das waren alle gestrichenen Inhalte oder frühe Konzepte, die es nicht ins fertige Spiel geschafft haben, von denen wir in Bezug auf Resident Evil 7 und auch 6 wissen. Was sagt ihr zu diesen Ideen und zu diesen Entwürfen? Ich finde diese Information wirklich aus vielen Gründen super spannend. Zum einen, weil man mit der ganzen Geschichte von Remy Baker, die erste Idee von Resident Evil 7 war und bis kurz vor Vollendung des Spiels, bis in die Demos zum Spiel hinein eine zentrale Figur war, dann letztendlich gestrichen wurde, während sie allerdings mindestens 3 andere Figuren und deren Geschichte inspiriert hat. Das zeigt, wie turbulent und ereignisreich so eine Videospielentwicklung doch ist. Und zum anderen finde ich die ursprüngliche Vision mit dem mysteriösen Butler und Kreaturen, die Ethan anscheinend sogar in irgendeiner Form unterstützen oder ihm zumindest neutral gegenüberstehen und das alles in einem riesigen und sehr wohlhabenden Herrenhaus schon ziemlich interessant. Ich glaube, den Hundecharakter hätte ich mega cool, aber auch sehr, sehr anstrengend und nervig gefunden. Aber Diane ist bestimmt ein good girl. Ob nun Pilzmonster oder nicht. Was sagt ihr dazu? Schreibt mir gerne in die Kommentare. Vielen Dank fürs Zusehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Mögen die Tentakel der Tiefe mit euch sein. Tschüssi.